Dann gehen wir mal los. Adamas Dungeon schon wieder? Habe ich jetzt was verpasst? Ach nee, wir waren da unten gerade. Okay, alles okay. Dann gehen wir mal in Adamas Dungeon. Jo, gibt wieder 5 Diamanten. Und wir müssen unsere Prinzessin retten. 5 Diamanten? Luigi. Da ist wieder die Lorraine. Unser Fangirl der ersten Stunde. Ich kann es nicht glauben. Emma ist weg. Wir müssen hoffen, dass sie noch lebt. Aber ihr Schicksal... Was? Der hat immer eine andere Stimme. Der Ich kann mir die nicht merken, welche Stimme ich denen gebe. Ich könnte es vielleicht mit dem Dialekt machen. Aber ihr Schicksal wird immer schlimmer. Mit jeder verstrichenen Minute. Lasst uns beeilen. Okay, wir beeilen uns. Ja, das ist doch besser, genau. Der schubst. Und drauf. Ich habe ihn dran genommen, der ist richtig geil. Da verliere ich kein Mana mehr. Eine halbe Stunde lang. Cool. Finde ich auch. Level 22. Wartet mal kurz. Ich muss mich umziehen. Und zwar... Neue Mütze, neues Schild, neue Schuhe, neues Schwert. Ihr habt natürlich nicht gewartet, ne? Mm-mm. Ja, wir haben ein paar Dinge kaputt gemacht. Ein paar Fässer. Geht's denn jetzt weiter? Ich schätze mal hier unten irgendwo. Oh, fuck. Wartet. Was? Du bist nicht mehr da? Mein Browser ist abgestürzt. Oh. Das weiter mal. Das kostet jetzt Punkte. Flash Update required. Was? Fick dich, Flash Update. Mann. Ich spiel's im Chrome, okay? Wie du magst. Ja. Ihr macht natürlich munter weiter, ne? Nein. Nee, wir klicken gerade in der Stadt herum. Ja, allein schon die schnelle Reaktion. Nein. Das ist fast schon so, als würdet ihr so pfeifen, du. Bei mir leckt's ganz eich. Ja, weil du jetzt wieder da bist. Du bist ja wohl immer die ganze nächste Ursache. Ja. Ich schwöre, das ist wirklich so. Wo bist denn du? Bist du schon wieder da? Ja. Also, jetzt geht auch meine Aufnahme weiter. Ihr Schweine, ihr Vorleveler, ihr Hauptsache, damit ihr mal einmal vor mir seid. Weil ihr wisst, dass ich Stoppbörner bin. Klar. 18. Ja. Weiter. Boah, ist das geil, wenn man unendlich Mana hat. Ja, das haut nicht echt einiges, da kannst du richtig raushauen. Also, wenn ihr jetzt nicht Erster bist, ne, dann. Ja. Dann aber Zweiter. Der Vorrenner. Hauptsache ja, hallo, ihr seid hier gerade schon ohne mich, während mein Browser abgestürzt, mein Flash abgestürzt ist, seid ihr schon in der Weltgeschichte rumgerannt. Wie gut ich hier die ganze Zeit irgendwelche dummen Kackalte, nur weil ich in Deutschland bin. Nur wir sind am Hin- und Herklicken hier, ey. Ja, ich glaube, wir sollten auch gleich mal Gold einsammeln. Also. Ach so, ihr sammelt nicht mal Gold ein, Schwein, ihr Drecksäcke. Natürlich sammle ich Gold ein. Da muss man nur mit der Maus drüber fahren, mal eben. Ja. Reicht ja schon. Hey, dass du nicht so lange gebrauchst, es festzustellen wie ich. Echt? Ja. Da habe ich ein bisschen länger gebraucht.
bestimmt tausend Gold liegen. Alter, unten jede Menge, ja, jede Menge Truhen. Und zwar wirklich jede Menge. Oder war was Blaues? Bei mir nicht. Der Dale ist schon voll im Gefecht. Boah, ich fällt mir auf, dass ich gar keinen Mana habe. Du machst das schon. Als drauf. Ja, also das ist gerade echt. Jetzt ist es ein richtiges Hack and Slay. Leute. Hm? Okay, ich mach das schon. Machst du? Das soll schon schief gehen. Gegen ein paar Gegner. Falschen Weg gelaufen. So, mein Drache ist auch dabei. Oh, Endboss. Ah, Boss. Aus dem Blut auferstanden. Aus Ruinen. Oh, ich kann nicht weglaufen. ich kann gerade nichts mehr machen. Ich habe wieder auf Escape gedrückt und jetzt auf dem schwarzen Bildschirm. Ich kann schon wieder nichts machen. Bin ich irgendwo bei euch in der Nähe? Nee, ne? Ich weiß nicht, wir haben ihn besiegt. Victory. Hast du noch mitgekriegt, ja? Ja, ob ich die XP mitbekommen habe, keine Ahnung, aber auf jeden Fall habe ich. Ja, die kriegst du automatisch mit, egal wo du bist. Dann schauen wir nochmal, ob es hier noch was gibt. Ich war vorhin nicht in meinem Level, hab die XP bekommen. Okay. Nee. Na gut. Stort. Endlevel. Stort. Yes. Ah, jetzt bin ich nur Dritter, weil ich schwarzen Bildschirm hatte hier. Was ist das für ein Scheiß? Schon wie knapp das ist. Ja, ich war ja eine ganze Zeit nicht dabei. Nee, ich verstehe das nicht. Und du hast unendlich Mana. Versteh das nicht, ich mach einfach zu wenig Damage. So, jetzt zweifelt er schon am Charakter. Ja, das sind deine Dornen. Das sind deine Dornen, weil jeder, der dich angreift, kriegt Damage. Boah, warum stirbst du nicht einfach? Liebst du Alderston so viel, dass du dein Blut überall herumspritzen sehen willst? Nein, es ist nicht nur für Elderstone, denke ich, was anderes. Es ist für deine Prinzessin. Es scheint, ich habe dein kleines Geheimnis entdeckt. Entdeckt. Dann hoffe ich, dass es dich zufriedenstellt, wenn du weißt, dass ich ihre Seele absorbieren werde. So dass sie lebenslange Selbst abgekratzt oder was? Ja. Du Monster, lass sie gehen! Lass sie einfach gehen! Oh, für die habe ich noch nichts auch. Die Prinzessin kann Hochdeutsch, ja, mach die doch bei dich. Ja, jetzt ist er weg. Ja gut, schnell, bevor es zu spät ist. Ach verdammt, ist eine Frau. Wir müssen weiter. Jetzt. Kann ich mir eh nicht merken. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Kölner. Oder? Oh weh. Inge Gorsche, Junge, doch. Ein lecker Mädchen vielleicht. So.
tun wir noch mal ein bisschen was für die Parry hier oder für Armor. Das war jetzt auf jeden Fall mal ein Speedrun, was wir da gerade gemacht haben, echt. Vom Feinsten. Ja. No. Nee, jetzt habe ich auch schon das erste, was besser ist wie Mai. Siehst du? Oh ja, ich muss jetzt noch schnell gucken. Ich habe jetzt Damage 64 im Übrigen. Ich muss bei mir selber mal schauen. Ja, ja. Passt. Damage 64. Ja. Ich habe 39. Yeah. Oh, okay. Ich muss mal kurz weg, Sekunde. Jawohl, dann, auf hallo. Auf zur Glockenquest. Achso, genau. Willst du noch was sagen? Nur kurz hallo zur nächsten Aufnahme, aber das ist nicht so wichtig. Wir machen nochmal eine Gruppenquest, wieder nur zu zweit, weil wir es drauf haben. Mega. Weil es uns völlig egal ist, was ich da an Geld in meine ganzen Äpfel und Trinken. Du kriegst ja wieder 1000, wenn wir es schaffen. Ja, eigentlich hätten wir es ja gern zu dritt gemacht, aber irgendwie, ja, Dale fehlt mir wieder. Ja, vielleicht hätte ich ihm sagen müssen, dass wir zocken. Ja, vielleicht. Jetzt ich weiß nicht mehr, was die für einen Dialekt hatte. Ich glaube, gar keinen. Held, ich sehe durch meine Kristallkugel, dass der junge Druide Entuk ein unheiliges Artefakt entdeckt hat. Die Kristallträne. Ja. Shit. Keine Ahnung, was das heißt. Ich glaube, hier ist es. Shit. Ja, genau. Shit. Nein. Shit. Ach so. Vom Lord der Gräber, also dem Herrn der Gräber selbst. Ich glaube. Moment. Achso, ich glaube irgendwie, dass der das besitzt, quasi. Entuk ist ein mächtiger Druide und schläft ein. Also fassen wir uns kurz, wir müssen einen töten. Ja, der ist auf jeden Fall ist sehr arrogant und das ist ein Arschloch. Ja, und heißt Entuk. Genau. Und ja, das Artefakt begeistert ihn quasi, oder also er will es unbedingt haben, weil das halt sehr viel Macht verspricht und der benutzt diese Kristallträne schon, um eine Untotenarmee herbeizurufen. Und er ist zu weit gegangen und muss jetzt besiegt werden, bevor er quasi diese Macht des Artefaktes richtig ausnutzen kann. Überhaupt kein Thema für uns. Wir schnappen uns den Penner. Critical! Achtung! Bist du tot? Ja, ich hab mich verdrückt. Okay, da schießt jemand mit Bogen auf mich. Ja, komm, ist ein bisschen. Ich hab statt R habe ich E gedrückt anscheinend. Okay, irgendwas hat mich gekillt. Ich bin gleich wieder da. Ja, ich mach die jetzt mal. Boah, du backst es ja echt. Nämlich jetzt immer noch meinen Trank, indem ich kein Mana verliere. Okay. Wollen wir eigentlich diese XP-Dinger machen? Na, würde ich jetzt dafür nicht. Ich glaube, da lohnt sich's nicht wirklich.
Machen wir mal den normalen, wenn wir ein wenig schneller durchrennen können. Ich habe anscheinend im Übrigen auch nicht E gedrückt, weil dann wäre meine Energie gerade auch voll gewesen. Ich okay. weiß nicht, was ich gedrückt habe. Ich habe es zwar gemacht, aber ich habe dann trotzdem noch mal mega Damage bekommen. Ja, die haben richtig gut ausgeteilt. Also ich befürchte, wir müssen jetzt in den Kampf. Ja, jetzt geht's erstmal richtig los. Also rein da. Oh, da kommen diese Viecher auf explodieren. Ja, ganz viele. Einfach einmal nah hin. Kann ich nicht. Durch die durchrennen. Dann renn er mal. Wow, tot. Das ist doof mit den Viechern. Hast du gesehen, wie viel das waren? Ja, aber naja, das ist eigentlich nicht schwer. Du musst den. Du musst nur knapp an denen vorbeirennen. Wie viel? Wie lange hast du noch? 10 Sekunden. Okay, also dann renne ich schon mal los, wenn ich komme. Alter, der füllt seine Energie nicht auf, das ist ja einfach. Ach, wenn ich mich nicht bewege, warte ich. Okay. Ja. Und los. Okay, ich renn mal. Da kommen wieder die. Ich konnte nicht weg, da war so viel los. Oh ja. Man kann da nicht so durchrennen. Ja. Hm. Wo kommen denn die alle her? Ist da überhaupt irgendein Boss? Ja, ja, der ist da. In. Der steht rechts irgendwo. Kann das sein? Ach, ja, da rechts sind zwei, genau. Da steht noch so einer, der so. Das ist der Shroud Keeper of Flame, genau, der brennt auch so ganz komisch. Ja, das ist natürlich jetzt ganz toll, wie wir uns präsentieren. Wir hauen vor allen Dingen hier die ganzen guten Tränke raus. So ein Schwachsinn eigentlich. Ja, jetzt probieren wir es mal und dann zur Not kehren wir zur Stadt zurück. Als Verlierer. Ich hätte das gar nicht gemacht, ehrlich gesagt. Wie lange hast du noch? 6. Okay. Also jetzt gleich. Boah, das sind voll viele noch von den Riesenviechern. Ich renne zum Stadtpunkt zurück. Ja, wir können doch auch einfach den Typen hauen oben. Okay, haust du und ich. Und weg. Warum kann ich denn nicht gehen? Wo bist du eigentlich? Haust du den noch? Ja, ja. Nee, ich hab die Mobs hier bei mir. Ich hab doch auch welche. Ja, aber nicht so wie ich. Ah ja? Oh, ich bin schon tot. Ein die Blauen sind wieder da. Ja, weil ich hab sie wieder geholt. Wie weit hast du den? Wie weit hast du ihn? Gar nicht weit. Hast du noch gar nicht geklopft? Ja, doch schon. Ich glaube, wir kehren zur Stadt zurück. Das denke ich aber auch, da kommen noch mehr Blaue. Ja, ich glaube, es bist eh gleich down. Ja. Hast du jetzt was gedrückt? Ja, down. Aber das dauert eine Minute. Nee, ist aber nicht. Ah, ich habe cool, hab es nicht gedrückt, ich habe was gelesen. Ah. Oh Mann, ey. Ja, also das okay. hat mich jetzt haben wir dann noch mal Tränke gekostet. Ah, wir haben nicht immer Cooldown drauf. Egal.